Chemie Leipzig holte sich den verdienten Applaus aus der Kurve. Die BSG lieferte großen Kampf gegen Viktoria und ging dennoch enttäuscht vom Feld. Gefühlte Niederlage, muss ich ehrlich sagen, weil ich 20 Minuten bis zu diesem Ausgleichstreffer hatten wir eigentlich auch die Möglichkeit, das Ding auf 2-0 schrauben zu können. Zweite Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt und da hatten wir genug Tauschchancen, um uns zu belohnen, um dann die 3 Punkte hier in Leutsch zu lassen. Und das haben wir heute leider nicht getan. Der Kapitän kehrte zurück zwischen die Pfosten. Benjamin Bellot, zuletzt erkrankt, gestern wieder dabei und direkt gefordert. 44 Sekunden gespielt, Seifert mit der ersten dicken Gelegenheit für Berlin. Bellot beim Comeback sofort voll da. Ich habe jetzt genug Spiele gespielt, da brauchst du jetzt, glaube ich, keine große Anlaufzeit. Ist aber natürlich schon immer gut, wenn man mit so einer Aktion ins Spiel startet. Und ich glaube, generell habe ich jetzt die Pause jetzt gar nicht so gemerkt. Konnte vielleicht sogar die Woche da mal ein bisschen durchschnaufen. Miroslav Jagatic gleich zu Beginn an der Linie aktiv. Bei Chemie insgesamt 5 Wechsel im Vergleich zur 0:3 Niederlage gegen Hertha. Unter anderem war er neu im Team. Ebenso wie Horschig. Dessen Traumpass auf Surek und dann geht's schnell. Eschel mit der Gelegenheit und Kirstein mit dem Abstauber. 15. Minute, Führung Chemie. Kirstein lauert wie ein echter Knipser. Schon im Hinspiel hatte er getroffen. Zu Jahresbeginn war er dann 3 Monate in Neuseeland und Australien unterwegs. Gestern erstmals wieder Startelf, erstmals wieder erfolgreich nach der großen Reise. Wie sehr haben Sie das vermisst, hier im AKS zu jubeln? Ja, es hat schon sehr gut, war eigentlich recht plötzlich und ja, eigentlich ja, ein Abstauber und war dann ein sehr, sehr schönes Gefühl, wieder zu Hause vor allem auch dann zu treffen und mit den Jungs zu jubeln. Kann weitergehen so. Nach 2 Spielen ohne eigenes Tor trifft Chemie mal wieder und hätte kurz darauf nachlegen können. Toller Kombinationsfußball, Kirstein beinahe mit dem Doppelpack beim Startelf-Comeback. Brückmann, Eschel, Jäpel, wunderschöner Angriff. Chemie in dieser Phase, die bessere Mannschaft. Viktoria unter der Woche blamabel im Berliner Landespokal ausgeschieden, um Antwort bemüht. 30. Minute, Gunte hat Platz und Auge für Tyson, der Ausgleich aus dem Nichts. 8. Saisontor für Tyson, inklusive Nachwuchsankündigung. Beim Jubel. Perfekte Flanke, perfekter Kopfball. Keine Chance für Bellot. 1:1 zur Pause vor gut 3000 Fans im Leutscher Nieselregen. Durchgang 2 und der Ball will zunächst nicht so wie Dennis Mast. Eckball, Chemie. Und die wird gefährlich. Horschig verlängert und Eschel mit der XXL-Chance in Minute 51. Schöne Variante und Eschel scheitert aus kürzester Distanz an der Latte. Die BSG, das überlegene Team, aber Viktoria nach zuletzt 5 Auswärtssiegen in Serie, blieb gefährlich. 56. Minute, Bakker mit dem Fernschuss, Bellot muss mal wieder zupacken. Umkämpfte Phase in diesem Spiel. Eschel verfolgt Ogbaize, sein Einsteigen Rüde. Und es wurde hitzig. Ogbaize musste lange behandelt werden. Eschel sah nur gelb, durchaus glücklich. Offene Sohle von hinten, rotwürdig. Jagatic reagierte sofort und nahm Eschel unmittelbar danach vom Platz. Da waren schon ein paar Situationen im Spiel, die waren sehr emotional. Von beiden Seiten, ja, so Gegner und Manner. Und ja, da hat er sich zu etwas hinreißen lassen, was nicht gut ist. Und dann ist es wirklich ein Schutzmechanismus und dann will man den Spieler schützen. In der letzten halben Stunde Sturmlauf Chemie. Surek mit der Flanke, die zum Torschuss wird. Jäpel verpasst nur knapp, Kinzig im Kasten stark. Nur 4 Minuten später, schönes Zusammenspiel, Jäpel mit Surek. Etwas Glück ist auch dabei, Dennis Jäpel mit der Abschlusschance, der Hinspiel-Torschütze verpasst sein 8. Saisontor. Nur knapp.
Dauerregen, schwerer Boden, ein Kampfspiel. Chemie trotzdem immer wieder mit spielerischen Ansätzen. Sie wollten den Sieg erzwingen. Mauer mit Mast, doppelter Doppelpass und dann Platz für den eingewechselten Mauer. Der hat den Kopf oben, sieht den ebenfalls eingewechselten Yannick Mäder. Und dann ist es Tuglo auf der Linie. Chemie, großer Aufwand, geringer Ertrag, 1:1, der Endstand. Das war echt ein geiles Spiel, aber dann willst du natürlich on top, willst du natürlich auch dann die Sieg haben. Und ja, und so gehen wir in diese ganzen Spiele rein. Wir werden nicht jetzt irgendwo die Beine hochlegen und sagen, so, das war's. Wir wollen in jedes Spiel reingehen, dann unser Spiel, das proaktive Spiel durchsetzen. Und das haben wir heute hier mit einer brutalen Mentalität auch gezeigt, aber haben uns natürlich nicht belohnt. Die BSG jetzt 3 Spiele ohne Sieg. Diese Serie soll kommenden Freitag enden. Auswärts beim Schlusslicht. Tennis Borussia Berlin.